In diesem Video nehmen wir euch mit an die Mosel und zeigen euch Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten der Region in unserer Reihe Das musst du gesehen haben. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind gerade schon unterwegs und zwar sind wir mittlerweile an der Mosel und ja, schauen uns heute hier die erste Sehenswürdigkeit an und zwar die Burg Elst. Da gehen wir jetzt gerade den Wanderweg entlang und nehmen euch wieder mit. Das Parken kostet auf dem Parkplatz für Camper 8 Euro und dann kann man von dort aus innerhalb von 15 Minuten bis zur Burg laufen. Der Wanderweg ist nicht sehr anspruchsvoll, er geht ein bisschen bergab, insofern dann auf dem Rückweg wieder bergauf, aber er ist wirklich gut ausgebaut und man hat auch immer wieder schöne Aussichten in die Ferne. Die Burg selbst ist sehr beliebt für Fotoaufnahmen. Sie ist aus dem 12. Jahrhundert und schon seit ungefähr 800 Jahren im Besitz der Adelsfamilie Elst. Und ja, hier kann man, wenn man möchte, auch das Burginnere bestaunen und die Schatzkammer. Das ist im Preis von 14 Euro inklusive. Und ansonsten kann man hier auch noch einfach schöne Wanderungen in der Region machen und den Ausblick auf die Burg genießen. Eine weitere Sehenswürdigkeit hier an der Mosel ist die Stadt Cochem und hier sind wir jetzt mal mit dem Sessellift hochgefahren für 15,80 Euro für zwei Personen und ja, hier hat man einen schönen Ausblick auf die Mosel und ist auf jeden Fall ein netter Abstecher. Neben dieser schönen Aussicht, die man hier oben vom Gipfel hat auf Cochem und die Mosel, lohnt es sich aber auch auf alle Fälle, die Altstadt zu besichtigen. Und Cochem hat auch eine schöne Burg, und zwar die Reichsburg Cochem. Auch die ist auf jeden Fall eine Besichtigung wert. Wir sind an der nächsten Sehenswürdigkeit hier an der Mosel und zwar am Kalmont-Wandersteig. Und ja, wir haben heute sehr warmes Wetter, toller Sonnenschein und blauen Himmel. Ziehen uns unsere Wanderschuhe an und laufen dann mal ein Stück den Wandersteig hoch. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wollen es ganz gemütlich angehen und einfach auch die Natur ein bisschen genießen und nehmen euch mit bei unseren Eindrücken. Der Kalmont-Klettersteig führt über den steilsten Weinberg Europas und ja, hier sollte man auf jeden Fall nicht allzu viel Höhenangst mitbringen und möglichst schwindelfrei sein und auf alle Fälle festes Schuhwerk anhaben, denn der Weg hat es wirklich in sich, er führt entlang der steilen Berghänge und ist nicht gesichert. Es ist ein richtiger Klettersteig und zeitweise muss man dann auch klettern. Wir fanden den Weg auf alle Fälle wunderschön, eine tolle Aussicht auf die Mosel kann man jederzeit genießen. Aber wem das zu gefährlich ist und wer sich hier Sorgen macht wegen der Höhenangst, dem können wir auf jeden Fall empfehlen, bis zur Kirche am Anfang zu gehen, bevor der Klettersteig beginnt. Denn auch hier hat man schon eine wunderschöne Aussicht auf die Mosel. Und ansonsten kann man auch gerne einfach mal in den Weg reinlaufen und man kann jederzeit wieder umdrehen. Wir haben uns zum Beispiel nicht zugetraut, hoch bis zum Gipfelkreuz zu wandern und haben einfach nur so viel gemacht, wie es sich für uns gut angefühlt hat. Aber es ist auf alle Fälle aus unserer Sicht einen Besuch wert. Wenn wir schon mal in der Region der Mosel sind,
Lassen wir es uns nicht entgehen, auch kurz nach Luxemburg rüberzufahren und uns das Müllertal anzuschauen. Hier machen wir halt am Perekop. Das ist eine große Felsformation, ein riesiger Felsspalt, durch den eine Treppe führt. Aber hier gibt es auch zahlreiche weitere Felsformationen und fantastische Wanderwege. Also wenn ihr hier Zeit habt, dann lohnt sich der Abstecher nach Luxemburg ins Müllertal auf alle Fälle.